Hallöchen, Hallöchen, Hallöchen. Herzlich willkommen zurück zu Football Tactics Enclave. Oben rechts der kleine Hinweis, das Spiel wurde mir kostenlos vom Entwickler und Keymailer zur Verfügung gestellt. Vielen Dank dafür. Wir sind im Prestige-Pokal in der nächsten Runde. Wir haben in der letzten Runde gewonnen, sonst wären wir nicht in der nächsten Runde, damit ihr Bescheid wisst, wie das im Fußball so funktioniert. Es gucken ja auch viele Nicht-Fußball-Fans dieses Spiel, das ist ja ganz klar. So, Monsieur Enger. Ist das ein Libero? Es ist ein Libero. Okay, da kommen sie alle drei. Wir probieren es. Schweine gegen Schweinemett. Sehr gut, hat er sich durchgesetzt. Jetzt kommen noch zwei andere. Sehr gut, hat er sich durchgesetzt. Kommt jetzt noch einer? Kommt noch einer? Hat er sich auch durchgesetzt. Sehr, sehr gut. Enger steht jetzt alleine. Verteidigung 90 gegen Rühe. Okay, wir probieren es. Schade. Okay. Aber immerhin das nach innen ziehen und der ganze Firlefanz hat geklappt. Das ist sehr schön. Der Hallische FC, eine Liga über uns. Mit Lingemann am Ball. Auf Reiners. Reiners gegen, nicht gegen Reiner, schade, gegen Riedle. Er geht vorbei. Reiners geht am Jotten vorbei. Aber der Reiner, Reiner nimmt sich den Ball von Reiners ab. So lobe ich mir das. Und da verliert er leider wieder den Ball. Du kannst grätschen, ne? Sehr gut. Kriegst du den Ball auf den Ried? Kriegst du? So, der Ried. Kommt dahin. Sehr, sehr gut. Der Libero ist da. Das heißt, ich kann es. Da kommen da zwei. Gegen die war es eben schon, wenn ich jetzt einfach abziehe. Oh, da können wir echt den Kanonenschuss. Wir probieren den Kanonenschuss. Nice! 1:0! Gegen den Hallischen FC im Prestigepokal. Kanonier. Kanonier. Warum spreche ich das Französisch aus? Es ist nicht ein Kanonier, kein Kanonier. Wir sammeln auch weiter Achievements. Magel. Oh, der hat Pässe 113. Alter Vater. Wir haben keine mit Sternen hier. Hat keiner von uns einen Stern? Doch, der Rainer hat einen Stern. Rainer und Jotten. Was war das denn? Was war das denn? Bist du dumm? Okay, das sieht besser aus. Da kommen wir auch hin. Sehr gut. Knobloch. Okay, wir probieren's. Ja, geklappt. Sehr gut. Smelzer kann von hier. Kann er von hier schon nach innen ziehen? Nee, kann er nicht. Und jetzt abziehen, das bringt gar nichts. Geh mal dahin. Und guck mal, ob du den Ball da gehalten kriegst. Wolfer kommt und holt sich den Ball. Schade, schade. Hat aber nur noch eine Aktion. Passt auf den Malz. Hopfen und Malz. Gott erhalt. So, Cola kann sich mal positionieren. Der Smelzer kann sich auch mal positionieren. Und du kannst dich auch mal positionieren. Jetzt ist Halbzeit. Sehr gut. Puh. Ich weiß gar nicht, was unser quasi Rekord im Prestigepokal war. Wie weit wir da schon mal gekommen sind, das weiß ich gar nicht. So, Reiners. Reiners macht eine Flanke. Es werden 80.000 Sachen gewürfelt. Und da ist das 1:1. Schade. Ein Kopfballtor. Das ist sehr schade, das Kopfballtor. Wir probieren uns nochmal mit dem Enger hier. Vielleicht schafft das dieses Mal. Daumen drücken, Leute. Sehr gut, gegen den ersten hat er es geschafft. Gegen den zweiten auch. Gegen den dritten auch. Nee, stimmt, der kriegt ja dann. Der kriegt ja dann. Cola positioniert sich mal hier ein bisschen zentraler. So, Malz. Malz geht. Malz bleibt auch stehen. Das ist sehr interessant. Kontrolle 85, da kann ich eh nichts reißen. Rücken die mal gerade alle ein bisschen nach vorne. Da ist der Libero geblockt. Okay, der Malz geht jetzt auf außen. Mach eine Flanke, die nicht ankommt. Okay. Liankis wird wahrscheinlich den Ball holen. Nein. Der Kämmer holt sich den Ball.
Kontrolle 42. Okay, wir probieren es mit dem aggressiven Zweikampf. Hat geklappt, sehr gut. So, kommst du jetzt da zum Reed? Sehr gut. So, und der Reed könnte da einen langen Pass hinspielen. Ja, der kommt so, der geht sogar durch, sehr gut. Jetzt haben wir die Chance. Aber 6, aber besser so. Nein! Schade. Schade, schade. Okay, Mauser. Der ist gerade in der Mauser. Er verliert ein paar Federn. Die liegen hier auf dem Feld rum. Das ist aber nicht schlimm. Was macht er? Was soll denn das? Was soll denn das? Okay, die wollen scheinbar nicht mehr. Dann will ich auch nicht mehr. Riedle. Ich würde gerne als RV lernen. Aber du lernst ja nur IV hier. Aber ist ja auch egal. So, 1:1 im Hinspiel. Ich weiß nicht, ob Auswärtstore hier auch doppelt zählen quasi. Wie im UEFA-Pokal oder so. Wimmers und Knobloch haben Level Up. Und Enger war der Spiel. Enger kriegt noch Level Up. Jochen auch. Sehr, sehr gut. Oh, Guschelbauer hat auch noch eine Spezialisierung. 30% zu seinem Marktwert hinzugerechnet. Ja, das machen wir. Weil wir den vielleicht bald wieder verkaufen werden. Also in ein, zwei Saisons, kurz bevor er seine Karriere beendet natürlich. So, und jetzt das Rückspiel gegen Halleschen FC. Ich glaube, ich ziehe den Knoblauch. Ich habe den lieber hier als ZM drin, glaube ich. Das sind eh alle erholt, das ist ganz gut. Ja, wir probieren's. Probieren geht über Studieren. Ich habe viel probiert, aber noch nie studiert. Daher ist diese Redensart total wahr. Okay, Kemner, wie auch immer. Geht nach außen. Riedle geht leider nicht dazwischen. Er zieht ab, aber der Arau ist da. Sehr gut. So. Monsieur Ried, können Sie vielleicht einen langen Pass spielen? Sehr gut, das können Sie. So, wir gehen wieder auf außen. Um nach innen zu ziehen. Daumen drücken, Leute, Daumen drücken. Ah, ihr habt nicht fest genug gedrückt. Ihr müsst das nächste Mal fester drücken. Damit das funktioniert. Was will ich? Ich will den Cola zentraler stehen haben. Malz am Ball. Hopfen und Malz, Gotts Erhalts, so heißt das Sprichwort. Der hält den Ball. Kontrolle 85. Was zur Hölle? Kostet ja nichts, ne? Immer noch Kontrolle 70, das heißt, da werden wir eh nicht viel reißen können. Ah, schade. Ich hätte da fast den Pass abfangen können. Ah, den Pass kann ich nicht abfangen. Kemner, wer auch immer. Ich muss gleich niesen. Sehr gut abgefangen vom Arau. So. Okay. Nur damit er wieder in seiner Libero-Position ist. Da kommen wir nicht gut hin, da kommen wir relativ gut hin. Ich wollte ihn nur wieder in den Strafraum ziehen, damit er hier seine Libero-Tätigkeit weiter ausführen kann. Das könnte noch hilfreich sein. Sehr gut, vom Jotten. So, wir haben noch drei Aktionen. Immer noch drei Aktionen. Noch zwei Aktionen. Ah, schade. Schade, ich dachte vielleicht.
Also ich bin nochmal dran. Riedle, lernen was. So, Halbzeit 0:0. Sieht nicht gut aus für die nächste Runde im Prestigepokal. Aber noch ist eine Halbzeit zu gehen. Ich könnte sagen, mit dem Smelser, aber der Smelser hat halt nicht so viel Kontrolle. Also ich glaube, im Anger haben wir schon die höchsten Chancen. Und wir haben immer die höchsten Chancen nach dem Anstoß. Weil wir dann hier unsere Taktik machen können. So, jetzt Daumen drücken, Leute, Daumen drücken. Sehr gut, den ersten hat er. Den zweiten hat er auch. Den dritten hat er nicht. Nein, da hat einer von euch nicht fest genug gedrückt. Einer von euch ist schuld, der hat nicht fest genug gedrückt. Schade. Die anderen zwei Zuschauer haben richtig gedrückt, aber einer leider nicht. Du weißt, wer du bist. Ich hoffe, du schämst dich jetzt. Okay. Was hat er für Kontrolle 56? Alter, kommt da eigentlich hin? Ah, scheiße, das war doof. Au, er kriegt den Ball sogar. Nein, nein, nein. Ja, Enger wäre jetzt in super Schussposition, wenn er noch eine Aktion hätte. Leider hat er keine. Jetzt sind die beide auf der falschen Seite hier quasi. Okay, Magel, der 113 Passmensch, unfassbar. Unfassbar, oder? 24 Kontrolle. 9 Kontrolle. Sehr gut, den Ball haben wir. Wenn der Cola mal eine Fähigkeit hätte. Wir müssen unbedingt, ich hoffe, Cola. Ich weiß gar nicht, was der lernt, aber ich hoffe, er lernt es bald. Ist hier wieder Wendelin und Fendelin? Nee, nur Wendelin. Kontrolle 56. Der kann nicht umsonst pressen, ne? OM. Finte. Ich weiß nicht, wie Finte funktioniert. Wann der wie eine Finte machen kann. Wir probieren's. Es hat sogar geklappt. Nice. Jetzt hätten wir vielleicht nochmal die Chance. Jetzt hätten wir vielleicht nochmal die Chance. Da kommen sie alle drei. Dann passen wir einfach so zu ihm. Hallo? Hallo? Jetzt mal einen Pass dahin machen, bitte. Achso, macht einfach nochmal einen Pass. So, motiviert. Mit einem Kanonenschuss. Komm, 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 komm. Ja! Ja, es ist das 1:0. Es ist das 1:0. Wenn wir das jetzt halten können, werden wir echt weiter. Wenn wir das halten können, werden wir eine Runde weiter. Oh mein Gott, ich bin so aufgeregt. Ich bin so aufgeregt. Bitte, bitte. Bitte, 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 bitte. Okay. Kremner. Gib auf, Kremner. Du bringst doch nichts. Er geht nach außen. Und zieht ab. Aber der Arau ist da. Ja, ja, wir sind weiter. Wir sind weiter im Pokal. Durch ein spätes Tor, aber sehr, sehr nice. Oh, das gibt Erfahrungspunkte. Cola und Rainer haben Level Up. Ah, oh, sehr, sehr nice. Sehr gut. Und Jocken, dürfen wir nochmal spezialisieren? Nein, dürfen wir noch nicht. Mir fehlt noch ein Punkt, willst du mich veräppeln? 8000 Euro. Oh, krass, durch den Viertelfinaleinzug. Sehr gut. Und noch 23 Ruhmpunkte. Und weißt du, da kommen nur zwei Fans. Wir sind in der nächsten Runde im Prestigepokal. Gegen 1860 München. München im Viertelfinale. Alter Vater. Okay, jetzt ist Winterpause. Die machen wir noch in dieser Folge. So, was haben wir denn hier schönes? Torhüter. Brauchen wir nicht. Fehrenbacher kann jetzt Reaktion. Das ist sehr schön. Wir haben Friedlander. Oh, der ist schon Mittelfeld. Okay, Stufe 12, Alter 19. Sehr gut. Wir gucken mal eben. Verträge. Den Arau würde ich gern verlängern. Okay, ich gucke gerade erst, was die alles kosten. Wie war erstmal... Oh, den Riedl, der ist schon 26. Alter Vater. Tor Neisen wäre natürlich sehr günstig. Der Friedlander ist ein Mittelfeldspieler. Das heißt, wir könnten einen Mittelfeldspieler verkaufen.
Wir könnten die Fette zum Beispiel verkaufen. Der ist eh nicht so gut und der ist alt. So, weg mit dem. So, Turneisen. Ich weiß nicht, ob ich den unbedingt behalten sollte. Aber die Wette, das 24 Genauigkeit. Friedländer ist auch so mittel. Ah, ich behalte den mal. Der ist erst 20. Ich behalte den mal. Den Arrow. Ah, der ist teuer. Nein! Ich versuch's immer wieder. Ich versuch's immer wieder, ihn zu verkaufen. Ist ja noch irgendein Alter dabei. Der Knobloch ist der älteste gerade. Der würde aber auch nicht so viel Geld bringen. Das ist sehr schade. Der Ried würde mehr Geld bringen. Wahrscheinlich, weil er jünger ist. Der Hamann wird auch gar nichts bringen. Ein Ried verlängere ich auch noch auf jeden Fall. Goethe auch. Haben wir jetzt noch genug Geld, um ihn zu verlängern? Haben wir. Sehr gut, weil den Arau würde ich auch gern noch behalten. So, Training kann keiner was. Warte, Turneisen lernt Genauigkeit, Friedländer lernt Pass. Das ist sehr gut. Der kann schon Grätsche. Das ist natürlich auch sehr, sehr schön. So, da haben wir die Verträge alle eingetütet. Dann haben wir hier irgendjemanden, der durch irgendeinen Wert heraussticht. Der hat 45 Verteidigung. Das ist aber schon 28. Nee, eher nicht, würde ich sagen. Oh, jetzt haben wir hier, oh nein, guck mal, das ist natürlich ärgerlich. Das wird an die Kondition, ich wollte gerade sagen, an die Kondition unserer Spieler geht. Es ist schneebedeckt auch noch. Ich stelle noch auf und dann beenden wir die Folge. Wir haben noch einen RM, ne? Ja, den Steuer haben wir. Steuer für den Ried, obwohl der Ried natürlich... Entschuldigung. Achso, ich wollte mal gucken, genau, was lernt denn der Kohle eigentlich? Pass in den freien Raum, sehr gut. Das soll er bitte weiter lernen. Ich überlege gerade, ob ich den Ried für den... Warte, Goethe, wie sagt ich... Hä, wieso den Goethe? Bist du doof? Steuer. Steuer soll er spielen. Und den Ried für den Cola. Und dann machen wir den Ried dahin. Dann kriegt der Cola mal kurze Pause. Dann machen wir da, dass die zwei IVs da außen sind. Das ist, glaube ich, eine bessere Idee, bessere Taktik. Alles klar. So, dann war es das mit dieser Folge. Ich danke euch sehr fürs Zusehen. Ich hoffe, ihr hattet viel Freude, Freunde. Bis zum nächsten Mal bei Football Tactics at Glory. Wir sind im Viertelfinale. Macht's gut. Tschüsschen.